2008, schon als Fohlen überzeugte Casino Berlin die Richter. Gezogen von Gerd Sosat vereint er den international hoch erfolgreichen Kaspar, besser bekannt als Eurocommerce Berlin unter Gerko Schröder, mit dem Sosat-Stationsbegründer Landor S. in seinem Pedigree. 2010. Auf seiner Körung begeistert der Schimmelhengst mit seinem sehr guten Freispringen und wird mit der 1E-Prämie ausgezeichnet. In seiner ersten Turniersaison 2012 platziert sich Casino Berlin in Springpferdeprüfung. Seine sportliche Karriere ist beispielhaft. In den Folgejahren qualifiziert sich der junge Hoffnungsträger auf Anhieb zu den Bundeschampionaten und wird unter seinem Züchter Gerd Sosat Oldenburger Vize-Landeschampion in Rastede. 2015. Auch der Sprung in die schwere Klasse gelingt. Nach ersten Erfolgen in den internationalen Youngster-Touren und großen Preisen wird der 1,73 große Casino Berlin 2017 zum VTV Springhengst des Jahres gekürt. 2018. Die Erfolgskurve zeigt weiter steil nach oben. Platzierungen in den großen Preisen von Kleinroschaden, Isernhagen sowie dem Cyrus of the World anlässlich der Weltmeisterschaften in Lammhagen folgen. Sein Reiter, Hendrik Sosat, kennt die Stärken seines schönen Schimmels. Ich glaube, seine Hauptstärke ist eigentlich seine Intelligenz. Er weiß eigentlich immer genau im Parcours, was wo ist und ist unheimlich aufmerksam. Und das zeichnet, glaube ich, auch, dass er dann einfach der Kämpfer am Ende ist im schweren Parcours. Keinen Abwurf haben die beiden sich bisher erlaubt. Das Jahr 2019, ein Traum. Nach sämtlichen Platzierungen krönt das Paar aus Lemwerder seine Saison mit der Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften. Ein weiteres Highlight, die Startgenehmigung für Aachen. Das so wird wie dieses Jahr wird auch schwer, aber wir versuchen erstmal dran zu bleiben. Doch die Erfolgsgeschichte geht weiter, denn schon im Januar platziert sich der selbstgezogene Hengst mit Hendrik auf Platz 6 im Championat von Leipzig.